Marco Rubio, US-Senator aus Florida, soll unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump Außenminister werden. Das berichten US-Medien. Die Entscheidung sei zwar noch nicht final, Trump habe sich aber auf die Ernennung Rubios festgelegt. Er würde im Fall seiner Ernennung einer der wesentlichen Architekten der America First Außenpolitik, die Trump in seiner zweiten Amtszeit umsetzen will. Der künftige Präsident hat versichert, die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten zu beenden und eine weitere Verwicklung des US-Militärs im Ausland zu vermeiden. Die Ernennung Rubios würde eine bemerkenswerte Wende in seiner Beziehung zu Trump markieren. Im Jahr 2016 wetteiferte Rubio mit Trump um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner und nannte ihn einen Hochstapler und, so wörtlich, die vulgärste Person, die jemals die Präsidentschaft anstrebte.